Können wir uns nicht teleportieren? Gibt's hier einen Teleport? Ich glaube, direkt an dem Diving-Ding war ein Teleport, ne? Hier, an der Tauchstation. Ja. Dankeschön, Alina. Kann ich keinen höheren Punkt als den auswählen? Oder habe ich einfach jetzt nur zwei freigeschaltet? Ne, hier oben ist noch einer. Aber hier ist gar keiner, ne? Da ist gar keiner. Ja gut, dann können wir auch laufen. Dann können wir auch laufen, ist auch egal. Wer bist du denn? Antonio. Den kennen wir noch nicht. Ja. Ja, du bist neu hier. Meine Ex hat mir von irgendeinem Enkelkind eines Farmers erzählt, das hier zurückgekehrt ist. Das musst du sein. Wir sehen uns. Okay, Antonio. Okay. Ich leg mich gleich wieder ins Bett, habe mir gestern wieder Stollenkonfekt geholt, mich mega drauf gefreut und jetzt sehe ich, dass ich in das Auto ohne Marzipan erwischt habe. Das ist sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Ich glaube, ich habe heute noch nichts Enttäuschenderes gelesen. Erstmal Müll wühlen. Dass die mich hier nicht sehen, ne? Dass die mich hier nicht sehen. So, das ist das Museum, nicht das Labor, aber wir können mal eben den Schmetterling donaten gehen. Wo kann ich das denn jetzt einfach freischalten quasi? Entsperre die verschlossene Passage. Spende die ungesehene Pracht. Aha. Okay, also dafür müssen wir wahrscheinlich noch mehr Bundles dann machen, wa? So, okay. Dann haben wir den halt auch schon spenderboliert. Sehr gut. Ich kriege immer mehr den Eindruck, dass die Stadio aufgewärmt ist. Du meinst denn so nachempfunden? Ja, natürlich. Also, es ist halt ein Farming-Game, ne? Die haben halt wieder aus allen Farming-Games wieder ganz viele tolle Essenzen genommen und dann halt zum eigenen Spiel gemacht, aber halt auch wieder eigene Sachen mit reingebracht. Ich meine, das ist ein Farming-Simulator. Ähnliche Perks bringt wie Stardew Valley, ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, glaube ich, ne? Ich glaube, das Labor ist schon geschlossen, oder? Ja, wir müssen da, glaube ich, ins Labor direkt. Da kommen wir jetzt erstmal nicht mehr rein. Da kommen wir jetzt erstmal nicht mehr rein. Aber allein schon mit dem Tauchen bringen sie auch kommen schon eigene Ideen mit, ne? Das ist dann halt, also das habe ich jetzt so halt auch noch nicht irgendwo in einem Farming-Game gehabt, dass man tauchen kann. Abseits von Animal Crossing oder Dinkum oder so, wo man ja auch ein bisschen schwimmen kann und sowas. Und dann noch hier diese Umweltkomponente, dass man halt eben auch Müll sammelt und den halt recycelt. Oh, jetzt können wir auch die Recyclingmaschine selber bauen. So, wir haben wieder Skillpunkte und 420 Korallen gemacht. Stardew hat einfach mega Grundstein für Farmspiele gelegt. Ja gut, den Grundstein für Farming-Spiele hat eigentlich Harvest Moon gelegt. Eigentlich hat den Harvest Moon gelegt, den Grundstein. Es hat halt nur keiner was draus gemacht. Und dann kam irgendwann Eric Barone um die Ecke und hat gesagt, alles klar, hier ist Stardew Valley, viel Spaß damit. Der hat das Genre dann ein bisschen schon auch erweitert dann. Durch die Kampfkomponente, die gab es halt in Harvest Moon ja immer nicht. Dass du da halt auch kämpfen konntest, das ging da ja nicht. Landwirtschaft, so, warte mal, was nehmen wir denn? Doppelt so viele Feldfrüchte ernten. 5% schon. Ist so bitter, diese Chancen sind so gering. Ich würde jetzt das mit dem. Gegossen, hier noch, wir können jetzt nochmal eine 20% Chance bekommen, dass der gegossene Boden am Folgetag halt eben auch bewässert bleibt. Das würde ich jetzt nämlich nochmal mit reinnehmen.
Die Grundlage haben die ersten Menschen gelegt, die das angepflanzt haben. Oh, jetzt wird's richtig wild. Die Grundlage haben die Menschen gelegt, die atmen können. Stadios Liebesbrief an Harvest Moon Back to Nature. Und jeder, der das oder Friends of Mineral Town gespielt hat, merkt das auch. Richtig, richtig. Weil Harvest Moon hatte früher ja auch schon so eine Art Mine. Also Back to Nature hatte ja auch schon so eine Art Höhle. Aber die richtige, so eine richtige krasse, so Minensystem kam ja dann erst mit Friends of Mineral Town. Und das fand ich gerade an Friends of Mineral Town ziemlich geil. Und das hat, also das hat Stardew halt auch nicht neu gemacht, ne? Das ist halt alles aus Harvest Moon entwachsen. Das muss man halt auch immer sehen, aber dafür hat kam halt mehr RPG-Elemente in Stardew Valley rein. Eben wie die Waffen, die unterschiedlichen. Ja, und das wurde halt nochmal so richtig schön erweitert. Er hat einfach viele gute alte Sachen genommen und dann nochmal seinen eigenen Touch reingebracht. Und das war alles genau richtig. Und Coral Island versucht jetzt Ähnliches im Grunde. Concerned Ape hatte ja letztes Jahr ein Interview gemeinsam mit dem Entwickler von Harvest Moon. Man hat sofort den gegenseitigen Respekt bemerkt. Das habe ich noch gar nicht gesehen, das Interview. Zu gelesen. Gab es auch Menschen, die nicht atmen können? Wahrscheinlich, aber ich glaube, die können nicht, die, mit denen können wir nicht mehr reden. Ich kann auch nicht atmen. Ich bin schlecht im Atmen. So, ich nehme jetzt das mit den doppelten Artefakten, ja. Die unglaublichen 2% Chance, mehr Artefakte Artefakte zu finden. Die 2%, ey, die schmiere ich mir richtig aufs Brot, das sage ich euch. So, wir haben hier im Fangen, also im Insektenfangen ebenfalls Skillpunkt. Doppelter Fang, ja. Ah, das zählt auch für Insekten, für Meereskreaturen, meine ich. Also nicht für Fische, aber für andere Meerestiere. Doppelte Anzahl oder verringert die Aufmerksamkeit von Insekten und Meereskreaturen. Das würde ich mal nehmen. 5% weniger aufmerksam ist nicht viel. Ist nicht viel, aber können wir nehmen. Ah, die Menschen damals haben sich gedacht, ich probiere jetzt mal hier Kartoffeln einzupflanzen. Und wenn das klappt, kann man dann später nervige Handygames daraus machen. Genau so ist es gewesen. Genau so. So, ach stimmt, der Bronzeseetang, der wird ja wahrscheinlich noch produziert, ne? Ja, gut. Vielleicht ist er auch schon fertig. Ach, Jenna wieder. Hallo, Jenna. Es geht immer noch um die Glühwürmchen. Was sagt die Wettervorhersage? Sonnig. Ja. Wir müssen gleich wieder eine Pause machen, Killers. Sonnig ist es. Wussten Sie das? Oh, es gibt wieder die Coral Talk Show. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass es wieder dieselbe ist. Ja. Lol. Lol, der Text, die haben jetzt. Warte mal, der Text wurde aktualisiert. Also, es ist im Grunde der gleiche Text, ja. Aber es heißt jetzt nicht mehr Landslide, sondern Erdrutsch. Das ist ein Unternehmer, es ist Erdrutsch. Gut. Okay, Cloud. Cloud, wir wissen. Oh, wir wissen immer noch nicht, ob das. Ist das jetzt ein Toupet, Cloud? Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann, ey. Boah, wie lange braucht das denn? Das braucht lange auch. Nice, die Ökoterre. Ich meine, Aktivisten von Erdrutsch, genau. So, achso, die Gießkanne brauchen wir. Ja, ich würde gleich, glaube ich, mal eine Pipi-Pause nochmal machen. Mir nochmal einen Tee organisieren. Mir einen Joghurt holen. Überleg gerade, ob ich mir sonst auch eben was Warmes in die Pfanne werfe. Ich habe da so eine olle Bratkartoffel oder Kartoffelpfanne, irgendwas mit Rosmarin und keine Ahnung was.
Ob ich mir die kurz in die Pfanne schmeiße. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, irgendwas Warmes zu futtern. Wenn wir hier noch ein bisschen machen wollen heute. Den ganzen Müll hier loswerden kurz. Ah, die Musik ist auch schön. Ich finde es auch toll, dass es auch immer mal wieder andere Musik ist. Man ist nicht in so einem ewigen Musikloop gefangen. Und hört immer nur dasselbe. Gut, dann können wir jetzt eigentlich gleich zum Labor wackeln, wa? Klingt sinnvoll, ja. Ja, ich habe halt heute auch nur ein Brötchen gegessen irgendwie. Ist es ein Toupet oder 2 Liter Gel? Das ist eine gute Frage. Okay, Sorake, ich glaube, Sorake hat sich mit Claude verschworen. Möchte dazu nichts sagen. Zumindest ist da Musik. Hust, hust, Disney World. Ja. Ja. Disney World. Hm, hör gut zu. Hör gut zu. Übrigens, ich habe gesehen, es gibt eine aktualisierte Liste jetzt mit den Charakteren, die man daten kann. Und Mark ist einer davon, der große Riese, falls ihr euch erinnert, mit der Narbe im Gesicht. Der hat einigen von euch sehr gut gefallen. Den kann man auf jeden Fall auch theoretisch daten. Hi Zoe. Ich finde schon wieder das Labor nicht. Gemeindezentrum, Museum, Recyclingzentrum. Ich glaube, das ist das hier. Nee, Recyclingzentrum ist ja der Müll. Hier. Wir müssen nur einen hoch. Daddy Mark? Genau, Daddy Mark. Genau der. So, bevor wir ins Labor gehen, würde ich dann mal eben, glaube ich, dann doch ein Päuschen machen und auf Toilette gehen und mir kurz was in die Pfanne werfen. Sollte nicht allzu lange dauern, denke ich. Ansonsten komme ich zwischendurch nochmal wieder, denke ich mal, wenn es zu lange dauert. Die Fliege sieht ja wild aus. Gut, dann hinterlasse ich euch hier aber trotzdem nochmal Musik. Weil wir sonst im Spiel keine haben. Ich will nicht angeben, ich habe Nuggies und Knoblauchsoße. Mm. Können wir kleine aggressive Dinos züchten? Das wäre schön. Oh, ob es Dinos gibt? Gute Frage. Also so Echsen. Ich meine, wir haben ja vorhin schon so eine Echse gesehen, ne? Die über den Boden gehuscht ist. So, ich würde dann mal eben Päuschen machen. Wir sehen uns dann gleich in ein paar Minuten. Können weitermachen. Soll ich zu Lizzie fahren, sie einpacken und zu dir rüberschieben? Bei SpongeBob hat es mit der Stadt doch, glaube ich, auch funktioniert. Mit der Stadt. Wird der Chat leer? Ich hoffe nicht. Und wenn, na, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Bei mir lurken immer viele, das ist okay für mich. Kleckern ist mein Leben, gesendet von mittlerweile dritten Mauspad. Ich habe auch schon Mauspads in die Waschmaschine geflackt. Wir haben wieder viele Glizzyfluenz, da ja, wurden, glaube ich, viele jetzt schon, ne? So, Ling. Ah, Lizzie, willkommen im Labor. Ich habe dich schon erwartet. Natürlich, ich weiß bereits über alles Bescheid, was während deines Tauchgangs passiert ist. Dir ist es gelungen, den Sonnenorb zu aktivieren. Ich habe alles aus Kaibits Perspektive mitverfolgt. Ich bin froh, dass der Ozean endlich jemanden gefunden hat, der würdig ist. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich dir eine Erklärung schulde. Bitte folge mir in mein Geheim... Ich habe gerade... Bitte folge mir in mein Geheimversteck und ich erkläre dir alles. Ich weiß nicht, mein Kopf hat, während sich das Wort Geheimversteck offenbarte, irgendwie da Gehirn rausgemacht. Und da
mein Kopf einfach nur so, was für Gehirnversteck? So. Kann man das Mousepad einfach so in die Waschmaschine stecken? Meins hätte es nämlich auch mal nötig. Es kommt auf das Mousepad an. Ich habe halt so einen Teppich. Der hat auch unten so eine Gummibeschichtung. Und das überlebt auf jeden Fall die Waschmaschine. Aber es gibt vielleicht auch welche, die das nicht vertragen. Ich glaube, eigentlich sollen die halt nicht in die Waschmaschine. Ich habe es halt einfach gemacht. Bei dem ging das jetzt halt halbwegs. Ich weiß halt nicht, ob bei manchen sich dann eher nicht die Gummibeschichtung dann löst vielleicht. Man kann auch mit Bürste und warmem Wasser unter der Dusche schrubben, ja. Da, sowas geht auch, genau. Das geht auch. Hau meins immer in die Wanne, mach Seife drauf, bisschen Wasser und nehme so eine kleine Bürste. Funktioniert wirklich gut. Aber das klingt auch gut. Das klingt auch gut. Und das klingt sicherer als die Waschmaschine auf jeden Fall. Wo soll ich anfangen? Nun ja, vor vielen, vielen Jahren habe ich Superkorallen wie diese hier rund um Coral Island angepflanzt. Sie wurden speziell dafür gezüchtet, steigende Temperaturen im Ozean und feindlichen Umgebungen zu überleben. Der Raum, in dem wir uns aufhalten, enthält Okay. Eine alte Technologie, die diese hartnäckigen ölverschmierten Wurzeln entfernen und die kranken Korallen heilen kann. Was du im Ozean gesehen hast, wie soll ich es sagen? Ganz einfach ausgedrückt nehmen wir ein bisschen davon, was eine Superkoralle gesund macht, und übertragen es auf die anderen Korallen, damit sie wieder gesund werden. Ah, mit der Kombination aus Humanwissenschaft, ein wenig Magie und der alten Technologie kann sich der Ozean erholen. Das wäre schön. Das ist jetzt viel zum Verdauen und ich bin mir sicher, du hast noch Fragen, aber mehr kann ich dir nicht sagen. Den Rest musst du selbst herausfinden. Stranger Things Gate. Ja, gefährlich. Gefährlich. Wie versprochen, darfst du den Tauchanzug behalten. Nice. Eins noch, bevor ich dich gehen lasse. Ich möchte, dass du Folgendes weißt. Obwohl du als würdig erachtet wurdest, bist du nicht der Einzige da draußen, der so eingeschätzt wird. Hoffentlich ist es nicht falsch rübergekommen. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, dies wäre ein Los, dem du nicht entfliehen kannst. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Danke nochmals, dass du vorbeigekommen bist, Lizzie. Geilo. Aber voll nice, dass wir die Korallen heilen können. So rein hypothetisch. Oh, ich kann Sachen kaufen. Ah, okay, bei ihr kann ich Glas und Seetang kaufen. Unterschiedlichen. Alter, Goldseetang kostet 800. Uff. Karen be like, mit dem Zeugs kann man die Natur ausnutzen und muss nicht mal Umweltprämien zahlen. Genau. Genau. Kann man zur Meerjungfrau werden? Ich glaube man selber nicht. Nee. Aber wir könnten auch Bohrplattformen bauen. Warte mal, hier war ja noch mehr, ne? Verbesserung der Erzeugnisqualität. Was ist das denn? Saatgut-Upgrade Stufe 1 erhöht die Chance, hochwertigere Ernten zu erzielen. Was? Gegenstandaufwertung. Wie? How? Was ist das denn jetzt genau? Ist das Dünger oder packe ich das auf... Also was... Hä? Obstbaumaufwertung. Was ist das alles? Ist das Dünger? Pflanzenaufwertung? Saatgutaufwertung? Ich habe keine Ahnung, was das alles ist, ey. Ich meine, es sind permanente passive Upgrades. Okay. Okay. Das wäre krass.
Das wäre krass. Was kostet das denn? 1250. Aber müsste halt. Ja, okay, man müsste halt die Essenzen dafür haben. Kaufen kann ich es ja nicht. Ich muss es. Okay, fürs Kaufen brauche ich auch den Bronze-Seechang. Scheinbar. Okay. Bin verwirrt. Moment, waren da noch mehr Menüpunkte eigentlich oder waren das nur die beiden? Nee, waren nur die beiden. Bronze und Silber, also vermutlich höherwertige Ernteergebnisse. Ja, ich frage mich nur, wie man das dann anwendet. Ob das wirklich dann wie Dünger auf die einzelnen Pflanzen kommt und man muss das immer wieder neu kaufen. Aber da wäre es ganz schön teuer. Mit 1200, also wenn man das jedes Mal benutzen müsste. Also ich frage mich wirklich, wie man das anwendet. Oder ob das einfach so eine irgendein permanentes Upgrade ist, was man dann einfach hat, wenn man es gekauft hat. Hey, du kannst die Korallen heilen, aber nein, ich verrate dir nicht alles, weil das wäre zu einfach. Genau so. Genau so. Hallo Cherry, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. So, sehr schön. Dann haben wir das mit Ling erledigt. Gut, dann müssen wir Korallenstellen heilen. Das Meer ist voller wertvollem Seetang, Meereskreaturen und seltener Fundstücke. Du musst mehr Korallen heilen und deinen Weg von kranken Wurzeln befreien, um diese zu erreichen. So, ja, ist die Essenz denn schon fertig eigentlich? Vor allem, ich brauche ja auch Bronzequalität hier für Dings, aber die Bronzequalität, die kommt ja auch so. Hallöchen Lucy! Hallihallo! Na, alles gut? Ich guck mal eben nach diesem Extraktionsgedöns da, nach dem Tonikum. Oh, Müll. Geil. Geil, Müll. Oh, ich kann auch eben die Fliege donaten gehen. Ja, ein bisschen Unterleibsschmerzen heute, Cherry, aber sonst ganz okay. So, wir werden erstmal ein paar Fliegen hier zusammenwirken im Museum. So. Kann mit ihren Füßen schmecken. Ich kann mir vorstellen, dass es permanent dafür sorgt, dass hin und wieder bessere Ergebnisse erzielt werden. Ja. Ich war nur irritiert, weil es so Tütchen sind. Das sieht halt immer so ein bisschen aus wie so Dünger oder sowas, ne? Aber wir können ja mal schauen. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wie viel man braucht von dem Seetang. Oh, ich würde aber eben nachgucken gehen. Was mir nicht bemerkt. 5. War das das Tonikum oder der Seetang selber? Das Tonikum, ne? Tonikum, okay, danke schön. Hallo, Frau Peschti. Na, Sie Geile? Die Riesenaugen der Fliege, ja. Also die gucken kann es auf jeden Fall. Die rödelt hier noch vor sich hin, ey. Oh, das dauert aber auch richtig lange, ne? Das dauert ja richtig lange. Ja, das bedeutet, dass wir halt richtig viel tauchen müssen, damit wir an den Seetang kommen, um den dann zu Tonikum zu verarbeiten und so. Oh, ich habe eine Idee. Lass uns mal die Kisten schnappen. Und damit zum Schmied wandern. Das haben wir noch nicht gemacht. Oh, die Karöttchen sind fertig, oder? Nee. Nein, doch nicht. Das mit den Kisten wollen wir uns auch schon seit Ewigkeiten angucken. Meine 6 für Stufe 2, okay. Labor, warte mal. Die Schmiede ist hinter dem Friedhof gewesen. Wenn das Spiel fertig ist, soll es dann auch für die Switch kommen? Ja.
Wenn, ich glaube, das machen die erst, wenn es aus dem Early Access raus ist. Das Spiel ist schon draußen. Um 17 Uhr kommt es raus. Okay, sie haben. Ja, es ist wirklich. Echt, habe ich so den einen Tag getroffen, wo sie geschlossen haben, ja? Okay, alles klar. Alles klar. Das ist auch einfach. Wir hatten Unglück und dann kam auch noch Pech dazu, ne? So, was mir gerade noch einfällt. Wir haben ja. Oh, die Karte ist aber. Bewegt sich aber auch nur bei. So optisch bei 10 FPS, so habe ich das Gefühl. Ich muss gerade mal überlegen. Also die Kisten, ja, die müssen wir halt wieder zurückbringen. Ich würde noch mal bei Ben gucken. Ach so, und ich wollte noch mal zum Marktplatz runter, glaube ich. Nee, lass uns erst mal bei Ben gucken. Und zu seinem Wohnwagen eiern. Moment. Ach, das ist der Taco-Laden. Oh Gott, wie süß. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Den Taco-Van. Wir haben sie schon kennengelernt, die den Wagen, den Laden hier führt. Aber den Van haben wir noch nicht gesehen, ne? Süß. Er sieht freundlich aus. Sieht halt aus, als könnte man damit interagieren. Geht aber nicht. Geht aber nicht. Oh! Ach so, Saft. Waren wir hier schon? Hier waren wir auch noch nicht, oh mein Gott. Schwarzer Phantomsammler, okay. Und hier malt jemand, okay. A Free Candy Van. Oh, kann ich dem die Kürbisse klauen? Nee, schade. Was denkst du, wie lange dauert das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da habe ich keine Ahnung. Jetzt habe ich Hunger auf Tacos. Ich habe doch schon Hunger. Spiel, zeig mir doch noch kein Riesentaco. Hat ja nicht schon gereicht, dass ich hier irgendwie euch die Kartoffelpfanne vorgekaut habe. Ach, sie wohnt hier. Das ist die Dame von dem Taco-Stand eben. Ah, und da ist Dipper. Ach, die beiden wohnen zusammen. Warte mal, die haben keine. Ist ein Bett. Ist das ein Paar? Aber die könnte man doch daten, oder nicht? Aber hier steht nur ein Bett. Ja gut, vielleicht pennen die auch in einem Bett. Aber die Küche ist aber ganz hübsch. Ich glaube, Dipper und sie könnte man, glaube ich, daten. Ich glaube, nach den Wohnungen darf man immer nicht gehen. Ja, und Dipper ist wahrscheinlich die Künstlerin, ne? Moonbabe, Hallöchen, herzlich willkommen. Hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Moment, heißt ein Hund nicht sogar Taco? Ja. Ja, einer der Hunde heißt Taco, ja. Der orangefarbene. Wo sind wir denn hier gelandet? Ist das, oder ist das die Schule hier? Diesen Teleskop? Oh ja, vielleicht pennt einer auch in der Hängematte. Das kann natürlich auch sein. Oh, ach, das ist von Anne und Paul. Deswegen, deswegen hier die Stu das Studiolicht. Ich mag diesen Grau-Grün-Ton sehr gerne. Hör, Marc wohnt auch hier? Oh, und da ist Bonbon. Ja, wartet. Da, einmal Süßi für alle. Hallöchen, Live Rowing. Hallihallo. Hallöchen. Ah, stimmt, ich kann ja nicht bei. Oh, jetzt, Leute, jetzt steht da übrigens, du stehst Marc nicht nahe genug. Jetzt steht er nicht mehr nicht nah genug dran. Also scheinbar gab es so ein kleines, kleinen Übersetzungspatch hier gerade. Ja, wenn man Regeln nicht respektiert, dann ist es dann vielleicht nicht der richtige Ort hier für einen, ja.
Wann ist endlich angekommen? Ich fahre dann mal nach Hause. Vielleicht bis gleich, wenn ihr dann noch da seid. Oh, bestimmt. Ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen. Komm gut heim, Feier. Komm gut heim. So. Ich glaube, an dem Baum wollen wir noch nicht dran, oder? Ne. Oder war das doch, an dem waren wir schon. An dem waren wir vorhin, ne? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay. Also Mülltour lohnt sich auf jeden Fall. Ey, da kommt zwischendurch nice Stuff raus. Ich meine, von Fischen bis hin zu irgendwelchen Materialien zum Herstellen. Da, das wirft für Müll-Lizzie einiges ab hier. Abfall-Lizzie. Irgendwann werde ich einfach zu Oscar in der Mülltonne. Das ist meine neue große Boss-Transformation. Fisch in der Mülltonne, das kommt in die braune Tonne. Die Leute haben hier gefühlt irgendwie eine Mülltonne. Ich befürchte, denen ist hier alles egal teilweise. So, wir haben leider nur 7 Bronzeseetangen, deswegen müssen wir uns erstmal mit der einen Essenz begnügen. Ich packe die jetzt mal hier eben mit rein, genauso wie den Fisch. Ja, wir bräuchten eigentlich wieder bald eine neue Kiste, ne? Das lässt sich hier langsam wieder schwierig sortieren. Das ist langsam wieder kritisch. Ja, da muss dann die Kirsche mit in die Tierkiste rein. Schade aber auch. Ja, ich gehe mal schlafen, wa? Achso, wir müssen morgen oder heute. War das. Scheiße, war das heute mit den Bäume pflanzen oder gestern? Ich bin verwirrt. Haben wir das jetzt verpasst? Oh, fuck, ich glaube, wir haben es verpasst. Oh, scheiße. Ich meine, man könnte den Tag jetzt natürlich nochmal komplett neu anfangen. Oder wir lassen es. Ich würde sagen, wir lassen es. Pech. Müssen wir bis nächstes Jahr warten. Hallöchen, Jenny. Hallihallo. Ah, ist halt auch fies, weil es keine Erinnerung gibt, ne? Für diese Aktivitäten. So, Landwirt ist wahrscheinlich auch etwas, was wir schon hatten, oder? Ah, der Sommer naht mit Riesenschritten, Sprösslinge. Denkt daran, Feldfrüchte welken für gewöhnlich am Ende einer Jahreszeit. Schreibt am besten mit. Frühling, 28. Frühling ist der letzte Frühlingstag. Mein Paps hat das auf die harte Tour gelernt. Eines schönen Sommermorgens im Jahr 19, schlag mich tot, wachten wir auf und alle Erdbeerpflanzen auf unserem Feld waren vertrocknet. Was für ein Anblick, was für ein Anblick. Erntet, was ihr könnt, hört ihr? Im Sommer könnt ihr mit mehr Regen und natürlich auch Stürmen rechnen. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Danke. Morgen wird's sonnig und was sagt der Tierkanal? Willkommen zu Animalia. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt die neue Sendung ist. Nein. Nein, die hatten wir schon. Die hatten wir schon. So, die mit dem Paradiesvogel, der so süß guckt. Ich habe mich mal in den Lurk Animal Crossing gewartet. Viel Spaß, Tilly. So. Genau, mit James Jonathan. So, das hatten wir ja schon.
Okay. Karotten sammeln. Stürme ab Sommer ist auch so ein Brauch, der aus Harvest Moon damals übernommen wurde, oder was? Allerdings gehen einem jetzt dadurch nicht mehr die Tage verloren. Ja. Finde ich auch ganz okay so. Aber ich weiß halt nicht, ob das in manchen Gegenden, ich meine, hier kennt man das glaube ich nicht so, aber ich glaube, in manchen Ländern ist wahrscheinlich wirklich so ein Ding, dass die immer so Sommerstürme haben, oder? Dass das dann halt auch entsprechend passt. Das ist Bronzegemüse, oder? Wir haben Bronzekaröttchen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir haben aber langsam echt wieder ein Platzproblem. Wir bräuchten jetzt langsam eine eigene Kiste für das Gemüse und Co. Das ist uns ein bisschen schwierig. Ich hack nochmal ein bisschen Holz zu meiner Axt eigentlich. Ja. Wenn wir jetzt den 22. Frühling haben, dann lohnt es sich, glaube ich, auch nicht mehr so richtig was anzubauen. Einfach 10 von 10 lautes Holzhacken, ey. Nee, Pause brauchen wir jetzt nicht. Ich hatte vorhin eine lange Pause, ey. Ist schon wieder eine Stunde rum nach meiner Pause? Nee. How? Oder habe ich vorhin die Werbung vergessen? Nee. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich denn? So. 50, dann können wir uns nochmal eine Kiste machen. Wo ist sie hin? Da. Hä? Ach so, Müll fehlt. Müll fehlt. Zeit einfach komisch. Zeit weirdes Konzept auch, ne? Reicht 10 Müll? Ich habe noch nicht im Kopf, was wir für die Dinger brauchen. Ah ja, 10 Müll. Vielleicht kann ich mir das jetzt auch mal merken. 25 Holz und 10 Müll. Vielleicht kann ich mir das in irgendeinem Leben mal merken. Und in irgendeinem. So, dann nehmen wir da nämlich das Gemüse mal mit raus. Oh, das muss ich jetzt alles einzeln rausholen. Also alles, was wir so angebaut haben vor allem. Wasabi kann man auch ernten, aber haben wir nicht angebaut. Ja, dann packen wir das dann nicht mit rein. Es gibt keinen Sortierbutton. So, Geschmüse. So, dann müssen wir das hier halt umbenennen. Sammeln. Gerade in Monsun-Gegend, also Südasien, ist die Landwirtschaft durch die Monsun- und die Trockenzeit geprägt. Auf Sri Lanka ist, soweit ich weiß, sogar eine Wechsellandwirtschaft, da die Regenzeit nicht komplett weg ist, sondern nur selten wechselt. Ah, okay. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass gerade so in Asien dann halt das halt schon eher dann verbreitet ist vielleicht. So. Holz. Das muss auch hier rein. Ja, die Sachen müssen wir auch bald aufdröseln. Das wird langsam, glaube ich, sonst auch ein bisschen viel. Alles sehr kritisch, die Geschichte hier. So, was sagen denn unsere Aufgaben? Das haben wir abgeschlossen. Wir haben das Tonikum. Wir können noch ein bisschen tauchen gehen. Das können wir machen. Vielleicht finden wir dabei dann auch ein bisschen, Moment, ich muss noch eben die Gießkanne und so wegräumen. Vielleicht finden wir dabei auch ein paar Muscheln und so, die wir verkaufen können, damit wir uns dem Hühnerkostüm annähern können. Mir fällt aber gerade noch eine Kleinigkeit ein. Ja! Entschuldigung. Mir fällt gerade noch eine Kleinigkeit ein. Ich würde gerne bei Ben gucken, ob der seinen Wohnwagen gerade geöffnet hat. Ob der da gerade was Interessantes verkauft dann.
Ach so, warte, wir können ja nachgucken. Angeblich ist er offen. Angeblich ist er offen. Die Äffchen. So viele Äffchen überall. Hi, Suki. Ja, nein, er ist... Warum ist er geschlossen? Verstehe ich nicht. Da steht doch, dass er offen ist. Das ist ja frech. Einfach mal einen Pilz ausgebuddelt. Aber ich habe gerade was aus dem Boden ausgebuddelt, obwohl ich daneben gehackt habe. Also scheinbar kann man auch random einfach so in der, im Boden rumhacken und hoffen, dass was rauskommt. Und wieder im Lurk muss Umzugskisten packen. Viel Erfolg, Jenny. Ganz viel Erfolg dabei. Den haben wir ja schon gedingst, ne? Was macht sie denn da? Okay. Da sucht jemand Schrott. War das bitte die rechte Zeit? Dieser Wald hat für mich etwas Geheimnisvolles an sich. Du hast dich noch nicht verlaufen, Lizzie, oder? Du siehst ja fürchterlich aus, so ganz alleine mitten im Wald. Doch, eigentlich habe ich mich verlaufen. Schon? Nein, eigentlich nicht. Oh Gott. Oh, jetzt reich ich immer noch der mit der scheiß Gießkanne durch die Gegend, ey. Verlaufen, check mein GPS. Ich bin einfach verloren. Einfach verloren. So, den Müll hier noch rein und dann ab zum Meer. Ab zum Meer. So, leg mal einen Zahn zu hier. Oh, Mülltonne. Sie ist leer. Ja, ich weiß, weil ich sie ausgeräumt habe. Meine Mülltonne. Warum renne ich jetzt wieder so weit nach rechts? Ich muss doch hier links hoch. Ich habe irgendwie in meinem Hirn noch nicht so ganz abgespeichert, wo genau der Zugang zum Diving Spot ist. Ich renne immer zu weit nach rechts. So. Hallo Kaibel. Wie er da runterkommt und sagt Hallo zusammen. Kaibel bereit für Arbeit. Jetzt sehe ich das Tauchen auch mal. Schau, du hast es ja noch gar nicht gesehen. Oh, hast du es echt immer geschafft, dann so zur ungünstigen Zeit dann weg zu sein, ne? Ja. Ich glaube, wir waren tatsächlich kurz vorher tauchen, bevor du gekommen bist. Das Tauchen hat sich einfach vor dir versteckt. Richtig gemein. Und Miss Simple, ich danke dir für deinen Follow. Dankeschön, herzlich willkommen, machst du bequem. Ich merke das schon. Das Tauchen ist halt echt cool. Man kann halt die ganzen Müll wegräumen, Muscheln sammeln. Da ist ein Patrick. Ja! Ich habe einen Patrick. Gemeiner Seestern. Sein Maul befindet sich unter seinem Körper. 18,3 mm Länge. Wie klein! Kann man ihn essen? Den Kaibel? Ich weiß nicht. Ich glaube, könnte ein bisschen hart sein, wenn du reinbeißt. Gemeiner Seestern, Patrick ist doch nicht gemein.
Meinst du, es hat sich untergetaucht vor Maybe? Mhm. Ja, vielleicht. Also Pain beim Tauchen, finde ich, ist wirklich die mangelnde Ausdauer. Also du machst halt echt so ein bisschen was und die schmilzt einfach davon. Aber es liegt, glaube ich, nicht am Tauchen selber, sondern einfach daran, dass uns einfach die Werkzeuge noch so viel Ausdauer kosten. Also es ist nicht mal das Tauchen per se das Problem, glaube ich. Ach, 10 mm ist mir lieber als 1 Meter, bin ich ehrlich. Okay. Danke für deine Information. Die Bewegung von dem Charakter sieht sehr interessant aus. Interessante Tauchtechnik, ne? Finde ich auch. Also vor allem Schwimmtechnik. Ja. Nein! Oh, ich hab den Einsiedlerkrebs noch gekriegt. Ich habe ihn noch gekriegt. 3,6 mm Länge. Na, wie klingt das? Oh, warte mal. Sorry, Steinbock, du hast vorhin eine Entweder-Oder-Frage gestellt, ne? Vor irgendwie 10 Jahren. Warte, warte, das habe ich ganz vergessen. Entschuldige bitte. War doch vorhin, oder hab ich das geträumt? Ich glaube Ostern oder Weihnachten oder so, ne? Genau. Ey, ihr dürft mich da immer gern dran erinnern, ne, wenn ich das mal übersehe oder so. Also, Chat ist heute sehr aktiv, ich bin heute ein bisschen matschi und so. Ihr dürft mich immer gerne dran erinnern, wenn ihr für irgendwas Kanalpunkte ausgegeben habt und ich das dann noch nicht beantwortet habe oder sowas, ne? Ich glaube Weihnachten oder Ostern war ja irgendwie die Frage vom Flauschbeauftragten. Ich würde definitiv sagen, Weihnachten. Wegen der ganzen Lichter. Wie ist das bei euch? Findet ihr Weihnachten oder Ostern geiler? Ich glaube, die meisten mögen Weihnachten lieber, oder? Wie gesagt, einfach schon alleine wegen der ganzen Lichterketten und so. Generell der Lichter. Ja. Weihnachten einfach, weil, ja. Sophie, Luise, danke schön für deinen Follow. Herzlich willkommen. So, meine Ausdauer ist ein bisschen im Puppes. Und ich habe nichts zum Essen dabei. Ich könnte hier auf so einem Seestern rumkauen, aber der gibt mir leider keine Energie. Außerdem ist er noch lebendig und ich will den eigentlich nicht platt machen. Deswegen glaube ich, sollten wir dann doch wieder auftauchen. Ist auch eh schon ein bisschen spät. Ich hole mir mal den Anker her. Hui! Weihnachten, weil Lebkuchen packen. Ja, allein schon deswegen, ne? Also selbst wenn man so auf das Ganze drumherum bei an Weihnachten nicht so Lust hat, aber so finden mit dem ganzen Essen und so, was es dann gibt, also sei es auch nur Lebkuchen oder Spekulatius oder sowas, ist schon geiler. Wen interessiert Ostern? Jetzt mal ehrlich. Vielleicht gibt es später Ausdauer-Upgrades, so wie die Powerbeeren oder Sternenfallfrüchte. Ja, ich hoffe doch. Und vor allem, dass die Werkzeuge vielleicht nicht so viel Ausdauer dann kosten, wenn die erweitert werden und sowas. Wir können auch gerne heute nochmal eine Minentour machen und alles. Ich habe richtig Bock auf alles. Wir haben halt so viel zu tun eigentlich. Hallöchen Sophie, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast einen schönen Dienstag bisher gehabt. Weihnachten hat das Feeling, aber Ostern ist mir auch wichtig wegen einem Familientreffen. Ah, okay, okay. Das kann ich verstehen. Weihnachten war cozy. Mal so einschnuffeln und heiße Schokolade trinken, ne? Mhm. Ja. Ostern ist halt dieses Frühlingshafte auch sehr schön, finde ich. Aber oftmals ist es da halt auch noch, also teilweise ist an Ostern ja manchmal trotzdem noch, also sind da teilweise noch Minusgrade. Und dann kommt es halt auch nicht immer so durch, ne? Ist dann auch wieder Mist. So, die Muscheln könnten wir verkaufen vielleicht, dass wir wenigstens ein bisschen Geld reinkriegen. Die lebenden Tierchen, die packen wir dann halt eben ins Museum, ne? Die Meerestiere, die anderen.
Vielleicht kommt da ja ein bisschen was bei rum. Und vor allem ist es gut, wenn wir von allem irgendwie eins verkaufen, mal mindestens, damit wir wissen, was die Sachen wert sind. So. Was können wir eigentlich noch so Interessantes craften? Das würde mich mal interessieren. Ja, aber das Brimborium ist nichts für mich. Familie ist hier mein Bro und der Rest lebt in der Republik verstreut. So mit Gemütlichkeit und Lebkuchen. Das ist auch okay. Das ist halt das Wichtige an Weihnachten, dass man sich die Zeit für sich selber halt schön macht und nicht irgendwie, weil andere, wie andere das haben wollen, wie du dann Weihnachten verbringst und so, ne? Wie du es genießen kannst. Ey, wir können mit den, ich habe doch noch so ein paar Baumsamen übrig. Die könnten wir wahrscheinlich dann immer mitnehmen zum Tauchen, ne? Wenn uns die Energie ausgeht. Ich habe da doch noch welche im Lager. Hier. Ah, die geben aber auch, oh doch, 70 Energie und 20 Leben. Ja, die sind doch super. Dann nehmen wir die morgen zum Tauchen nochmal mit. Da können wir dann richtig schön reingehen. Ich warte nur auf den Tag, wo er dich erschlägt. Letztes Weihnachten waren wir in Schweden und das ist halt so ein anderes Feeling in der Kälte am Kamin heiße Schoki zu trinken. Ja, das glaube ich. Stimmt, das habt ihr bei euch ja nicht so, ne? Mit kaltem Wetter zu Weihnachten und Schnee. Eventuell. Aber generell, Weihnachten in Schweden stelle ich mir generell geil vor. Ah. Maybe hat auch eine Entweder-Oder-Frage gestellt, beziehungsweise den Flauschbord-Auftrag dumm angepumpt. McDonald's oder Burger King? Hatten wir die nicht schon mal? Ey, da sind so viele Entweder-Oder-Fragen drin und die kommen jetzt schon das zweite Mal. Schwierig, ey. Ja, ist wirklich schwierig. Sehe ich auch so, maybe. Ist schwieriger an. Schwierig. Ja, ich würde mal sagen, eher noch Burger King, weil die haben wenigstens ein größeres veganes Sortiment. Auch wenn man nicht weiß, was man kriegt. Und ob es wirklich plant-based ist. Aber prinzipiell würde ich sagen, eher Burger King. Ah, okay, das sind nochmal die Tipps zum Ende der Jahreszeit. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Woche auch keine anderen Tipps mehr zur Landwirtschaft kommen, so vor dem Sommer. Morgen wird es sehr windig sein. Es wird ein hoher Pollenflug erwartet. Oha. Oha. Und Coral Shopping. Was gibt's denn da heute Besonderes? Hast du die Doku dazu gesehen? Bin ich noch nicht zugekommen. Also aktuell zu 100% McDonald's, aber erstmal bei keinem von beiden. Also das Ding ist ja, McDonald's wird genauso arbeiten, ne? Das ist halt, also das wird sich nicht viel nehmen. Das wird genauso beschissen sein. Eigentlich ist beides Kacke, wenn man danach geht. Eigentlich. Ich esse auch weder wirklich Mc's noch Burger King. Seit ich die Doku gesehen habe, nichts von beiden. Hallo, Mrs. McKinnon. Hallöchen. Seit dem Skandal gehe ich vorerst auch zu beiden nicht mehr. Nase voll. Ist auch, ich glaube, das ist auch nur richtig so, ey. Macht man ja nichts falsch mit, wenn man es vermeiden kann. Für mich ist, also Burger King und Co. ist für mich schon immer eine Notlösung nur gewesen. Ich würde jetzt niemals aktiv da irgendwie hindüsen oder so. Und das Ding ist halt, McDonald's wird halt genauso beschissen arbeiten und die werden genauso furchtbare Bedingungen haben. Also mal abseits jetzt von so plant-based Sachen und sowas, ne? Die werden halt genauso arbeiten. Und da wird genauso viel Gammel und Ratten und was weiß ich sein wie beim Burger King. Weil Systemgastronomie halt echt ein Problem hat. Gerade in Hinsicht auf Fastfood-Ketten. Die haben echt ein Problem. Davor habe ich Mc's bevorzugt. Ja, für mich ist halt im Grunde eigentlich das Angebot bei Burger King halt größer, aber es bringt mir halt auch nichts, wenn die einen dann da bescheißen zum Teil, ne?
Und Elvides, danke schön für dein Follow. Vielen lieben Dank. Mach's dir bequem hier. Überhaupt nicht. Nee, wir haben uns halt auch mega in die Natur verliebt, aber die Grundstücke sind halt teuer wie Sau und die Sprache. Naja, ich verstehe selbst nach einigen Nachforschungen genau nichts. Aber die musst du halt schon richtig lernen dann, ne? Wäre sonst vielleicht eine Alternative für euch gewesen, um dahin zu ziehen, ne? Das letzte Mal Mc's oder Burger King habe ich als Kind gegessen. Krass. Bei Mc's kannst du safe sein, dass da kein Fleisch drin ist. Der Burger schmeckt nach Zwiebeln. Aber das Ding ist, weil du weißt halt immer nicht, ob der Käse und so, ob der das halt veganer Käse ist, das ist halt das Problem. Wenn die da Käse draufhauen. Ich überlege, dass ich in meiner schlimmsten depressiven Phase quasi süchtig nach McDonald's war. Oh Mann, oh je. Man hatte denen halt vertraut und es wurde einfach missbraucht. Ja, das ist, Fehler passieren so und man muss halt bei allem, wo man irgendwie auswärts sich Essen besorgt, muss man damit mal rechnen, dass Fehler passieren. Aber das waren ja nicht nur Fehler, es war ja fucking Betrug, ne? Und das ist dann schon nochmal ein Unterschied zu Fehlern. Vapiano hat jetzt eine vegane Karte. Ja, die haben hin und wieder schon ein paar vegane Gerichte schon immer mal gehabt. Wenn auch nicht viel. Vapiano war ja schon immer gut, dass du halt ja immer auch dein Essen da ja schon sehr genau zusammenstellen lassen konntest, was du wirklich willst und was nicht. Dadurch konnte man sich viele Sachen halt auch wirklich schon vegan machen lassen teilweise. Weil du ja direkt in Kontakt mit den Köchen stehst. So, Keramikschüssel. In einer Keramikschüssel kannst du viele Gerichte zubereiten. Probiere ein neues Rezept für Fruchttorte oder sogar Auberginen-Lasagne aus. Jetzt bei Pfanne und Stiel. Ja, es wurde... Oh mein Gott, bitte. Das hätten die... Es gab echt ein kleines Lokalisations-Update. Aber Pfanne und Stiel... Ich fand den englischen Namen schon okay, auch wenn ich ihn schon wieder vergessen habe.